Sieh mir in die Augen, Kleines. Hey, Leute. Willkommen zurück zu Biomutant. So langsam hast du es raus. Ja, klar, ich kann das Dreieck drücken. Am schnellsten geht es durch das Dach raus, wo sie reingekommen sind. Das Seil sollte dir genug Halt bieten. Ja, vorhin konnte ich das Seil nicht hoch. Ach, ich... Warum? Ihr habt nichts gesehen, YouTube. Ihr habt nichts gesehen. Ich bin ein Profi. Hinterfragt das niemals. Hier ist es noch nicht. Was haben wir hier? Warte, kann ich hier? Nee. Oh, shit. Sorry. Ich wollte es versuchen. Ich dachte, vielleicht gibt's hier was Interessantes für uns. Aber ich kann da gar nicht groß. Ich kann irgendwie wie nicht springen. Ich kann hier nur ganz nach oben. Okay. Nice to know. Bisher wirkt es aber noch nicht so open-world-mäßig so sehr wie... Okay, ja, da sagt es und dann geht's los. Ich wisse, dass der Baum des Lebens stirbt. Seine Tage sind gezählt. Ohne Hilfe wird er den Umweltwandel und den Angriff der Weltenfresser nicht überstehen. Ja. Dann werden wir dem mal helfen. Okay. Sind wir denn soweit? Ich habe wieder alles vergessen. Ah. Sprinten. Ein Wegweiser für alle kartografisch Überforderten. Das ist wie für mich gemacht. Das ist wie für mich gemacht. Okay. Mal sehen. Wegweiser. Überall auf der Welt befinden sich Wegweiser in der Nähe von interessanten Orten. Du schaust einen Wegweiser frei, indem du mit ihm interagierst. Okay. Wähle einen freigeschalteten Wegweiser auf der Karte aus, um schnell dorthin zu reisen. Okay. Drücke zum Öffnen der Karte. Yes. Got it. Okay. Dann geht hier die Hauptquest weiter. Ich würde sagen, wir starten mal ein bisschen mit der Hauptquest. Einfach, dass wir hier ein bisschen vorwärts kommen, auch was die Waffen und so angeht. Und dann widmen wir uns. Oh, hallo Sonnenschein. Ja, bist du mein Haustier? Das muss der Weltenfresser sein, der Stein als Bein abgebissen hat. Okay, wenn nicht du den erledigen willst, musst du dir was einfallen lassen. Ja, also ich kämpfe einfach. Ist das dumm? Wahrscheinlich ist es dumm, richtig? Sieh, jemand hat überlebt. Oh. Es ist gut zu sehen, dass es jemand geschafft hat. Oh. Er hat von den Schrecken gehört, für die die Weltenfresser bei den anderen Enklaven sorgen. Doch er hätte nie gedacht, dass sie bis hierher kommen. Dein inneres Gleichgewicht sind zwei Hälften, die ein ganzes bilden, das alle Dinge durchzieht. Ab und an kannst du dein inneres Gleichgewicht durch Taten und Entscheidungen in Dialogen offenbaren. Nur wenige handeln stets nach der gleichen Maxime. Unser Ganzes bildet über die Summe aller von uns getroffenen Entscheidungen und Handlungen die Balance. Deine Handlung bestimmt deinen Aura-Wert, welcher deine Dialogoption mit anderen Charakteren beeinflusst. Selbst wenn der Baum des Lebens den Angriff überleben sollte, sorgt er sich, dass am Ende nichts mehr übrig bleibt, was sich noch retten lässt. Ihm ist nicht klar, was für eine Verbindung du zu diesem Ort hast, doch etwas sagt ihm, dass du deinem Herzen treu geblieben bist. Klar. Für Interaktion mit Gefangenen und Psi-Schreien erhältst du Psi-Punkte. Damit kannst du Psi-Kräfte freischalten. Diese Kräfte können nur freigeschaltet werden, sobald du das dafür benötigte dunkle oder helle innere Gleichgewicht erlangt hast. So oder so braucht er deine Hilfe. Er sagt, man wird nach den eigenen Taten beurteilt, nicht nach den Absichten. Ja, Leute, ich wäre gerne irgendwie ein bisschen mehr Anti, aber ich muss ihm helfen. Er ist dankbar dafür, dass du noch einen Funken Licht in dir zu tragen scheinst.
Klar, ich bin der Held. Oh, da ist ein Funken des Lichts in dir. Naja. Na, schon zu viel? Na, ich mag das Licht. Was gibt es am Licht schon zu mögen? Es schmerzt in den Augen. Es schmerzt nicht so sehr wie dein Anblick. Immer musst du persönlich werden. Und du tust so, als ob es das nicht wäre. Du hast einen Psi-Punkt Punkt erhalten. Verwende ihn, um Kräfte im Mutationsmenü freizuschalten. Einige Kräfte werden... Okay. Nice. Da ist Steinalt schon wieder. Er muss etwas Wichtiges vergessen haben. Steinalt meint, dass du eine bessere Chance gegen die Weltenfresser hast, wenn dir ein Stamm zur Seite steht. Und es befinden sich zwei in der Nähe. Der Myriad-Stamm sollte eine weise Wahl sein, denn er handelt nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Wen du auch wählst, es wird nicht leicht sein, denn der Konflikt zwischen den Stämmen spitzt sich zu. Sie stehen am Rande eines Krieges. Ja, also, seit sich die Giganten aus den Tiefen des Nasses erhoben haben, wollten die Myriad um jeden Preis die Weltenfresser aufhalten. Es erscheint logisch, sich auf die Seite der Myriad zu stellen, um eine zersplitterte Welt zu vereinen. Aber wäre es auch richtig? Eins ist jedoch sicher, das Schicksal kommt, so oder so. Der Yagni-Stamm verfolgt immer nur ein Ziel, die Welt durch Auslöschung der Schwachen ins Gleichgewicht zu bringen. Sie glauben, um die Welt zu erneuern, muss sie gesäubert werden. Darum lassen sie zu, dass die Weltenfresser den Baum des Lebens zu Fall bringen. Sich mit den Yagni zu verbünden, ist jedoch keine gänzlich schlechte Sache. Das Schicksal findet einen Weg. Steinalt sagt, jemand muss die Pattsituation aufheben, um das Gleichgewicht der Kräfte zugunsten der Yagni oder der Myriad zu verschieben. Er glaubt, der Stammes-Sifu wird dir zuhören. Du solltest zumindest einem von ihnen einen Besuch abstatten, vornehmlich den Myriad. Loma Utulu. Falls du nicht mehr weißt, was du tun sollst, wartet Steinalt am Fuß des Baums des Lebens auf dich. Ich bin überfordert. Deine aktuellen begonnenen Quests werden im Tagebuch angezeigt. Schau dafür ins obere Menü. Du kannst bestimmen, welche Quests verfolgt. Okay, das kennen wir. Okay. Tagebuch. Im Tagebuch findest du Informationen. Okay. Was haben wir hier? Der Stammeskrieg. Zwinge die gegnerischen Stämme, sprich mit dem Sifu oder Yagi über den. Ich verstehe es nicht. Ist das irgendwie. Besiege alle Weltenfresser, okay, das ist das Übergeordnete, ein Bündnis, sprich mit dem Sifu, oder bezwinge die gegnerischen Stämme. Ja, also eigentlich wirklich eine gute Argumentation geliefert, warum wir hier hingehen sollten, hat der eigentlich nicht. Also eigentlich, ja, also, pff. Na, wir gehen mal hier. Wegpunkt, sprich mit dem Sifu, der Yagni, oder dem, ja, exakt. Exakt. Es ist alles noch nicht so weit. Was haben wir hier? Haben wir hier was erhalten? Irgendwo zeigt es mir doch, dachte ich, was an. Ja. Ja, ja, irgendwas werde ich haben. Aber ach, was ist jetzt? Eine weitere Weggabelung. Entweder der Tunnel oder die Motorbrücke. Wie entscheidest du dich? Was?
Oh, fuck. Ich gehe hier lang. Wir nehmen den Tunnel. Es ist ungewöhnlich, dass natürliche Tunnel wie dieser hier noch existieren. Die meisten wurden überschwemmt. Ja, also wirklich Tunnel ist das hier. Also es ist einfach okay, ja. Du wirst schon wissen, was du erzählst. Hi. Oh. Kann ich hier einfach durchgehen? Wer ist wer? Alter. Was bist du? Mach die mal. Ihr macht das. Vor dem Stammeskrieg war das hier eine schöne Gegend. Und jetzt schau dich um. Ich kann hier rein. Was haben wir hier? Ein Schraubenzieher. Gott sei Dank. Das hätte ich nur ohne den gemacht. Ich sehe schon, wir müssen uns hier etwas mehr Zeit lassen. Hier geht's los. Na, dann sehen wir doch mal. Hier in diesen Gräben nach. Was gibt's hier? Uff. Aber es ist wirklich schön. Also ich muss sagen, mir gefällt das Spiel soweit. Einfach, wie gesagt, es ist hier noch etwas gewöhnungsbedürftig vom Kontrollieren her. Was haben wir hier? Yes, Gesundheitspaket. Okay. Dann geht's hier weiter. Ja, sieht nicht schlecht aus. Was haben wir hier? Oh. Da geht's einfach. Wow, okay, da hinten ist eine Stadt. Das ist die Festung des Myriad-Stamms. Werden sie Freund oder Feind sein? Du solltest da hochgehen. Dann wirst du es wissen. Ja, also wie gesagt, irgendwie... Ah, hier haben wir noch einen Wegpunkt. Mal sehen. Ich sehe es jetzt, wie der den markiert da. Oh shit, okay. Ja. Okay. Das solltest du mal untersuchen lassen, mein Freund. Das sieht nicht gesund aus. Aber wie gesagt, irgendwie ist es... Der Pfad führt zu diesem Tor. Wenn du hinein willst, solltest du dich ordentlich präsentieren. Naja, was soll ich denn machen? Sagt, sie sind im Krieg und misstrauisch Fremden gegenüber. Bring mich zu deinem Sifu. Er sieht, dass du ein Freigeist bist, also lässt er dich rein. Der Sifu trifft sich immer gerne mit jemandem, der sich für ihre Sache interessiert. Sehr gut, genau das bin ich, ein Freigeist. Mit zwei Schwertern auf dem Rücken und einer Waffe. Monster. Der Myriad-Stamm handelt nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Sie glauben, nur wenn die Stämme vereint werden, wird der Frieden wiederhergestellt. Der Sifu ist überzeugt, dass die Welt nur dann besser wird, wenn die Weltenfresser besiegt werden und der Baum des Lebens gerettet wird. Er heißt dich in der Myriad-Festung willkommen und stellt sich als Sifu des Stammes vor.
Doch er hat gehofft, dass du kommen würdest. Die Kunde einer gerechten Kämpferseele auf einem Kreuzzug, die den großen Wall durch den Spalt in Bunker 101 durchquert hat, ist dir vorausgeeilt. Der Wall trennt ihr Land von der Andersseite, dem Ödland, aus dem du kommst. Er schätzt, deine Zeit dort hat eine Leere in deinem Gedächtnis hinterlassen, die so trist und karg wie das Ödland selbst ist. Deine Wesensart entfacht Erinnerungen daran, wie du als Kindling warst. Er kann noch immer deine Gutherzigkeit spüren. Der Sifu sagt, dass manchmal eine Erinnerung eine andere erweckt. Und er hat ewig nicht mehr an deine Mamu gedacht, auch wenn sie ihm viel beigebracht hat. Er war einer ihrer ersten Wung-Fu-Schüler. Was hast du über meine Mamu gedacht? Was? Sind wir schon so weit, dass du meine Mamu... Okay, erzähl deine mir was. Mamu hat Wung-Fu erfunden. Ursprünglich umfasste es den unbewaffneten Kampf sowie die 6 Waffen. Den Bumerang, den Shuriken, den Bogen, den Stab, das Nunchaku und den Kettenhaken. Die Myriad wollen für Einheit zwischen den Stämmen sorgen. Sie handeln nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Wenn du an das Gute in allen glaubst, gibt es noch Hoffnung auf ein Morgen. Dann wirst du die Stämme vereinen und die Weltenfresser besiegen, um den Baum des Lebens zu retten. Ja, ich schließe mich euch an hier. Ich glaube, ihr macht das richtig. Er hatte gehofft, dass du dich ihnen anschließt. Es wird dir nicht schaden, anderen zu helfen. Der Sifu hat darauf gewartet, dass etwas das Gleichgewicht zu ihren Gunsten verschiebt. Mit dir an ihrer Seite schöpft er Zuversicht, dass ihr die anderen Stämme vereinen könnt. Zuerst solltest du den Yagni-Stamm unterwerfen. Ihrer Sippe bleibt keine andere Möglichkeit mehr. Sie wurden in die Ecke gedrängt. Selbst diejenigen, die sich Frieden wünschen, wurden zum Krieg gezwungen. Du musst den gegnerischen Außenposten erobern und den Stamm so sehr schwächen, dass du den gegnerischen Sifu herausfordern kannst. Was zur Hölle? Ich verstehe nichts. Shit. Oh, wow. Oh, du... Oh, du gewinnst auch einen Schönheitswettbewerb, mein Freund. Okay. Ah, du siehst gut aus mit deinem Stab. Ihr habt beide ein sanftes Wesen. Also soll es auch ein sanfter Krieg werden. Ein Krieg, der nicht nur trennt, sondern auch verbindet. Sagt, du sollst dich nicht fürchten. Dein Schicksal kann dir keiner nehmen. Erobere den gegnerischen Außenposten. Dann darfst du die Stammeswaffe führen. Sobald du dich um die gegnerischen Außenposten gekümmert hast, forderst du ihren Sifu heraus, damit du die Stämme vereinen kannst und sie wieder gemeinsam das Land teilen. Dein Anblick bringt Erinnerungen an das alte Dorf zurück. Er kann sich an deine Gutherzigkeit erinnern. Er spürt den Willen, Gutes zu tun, immer noch in dir. Doch Erinnerungen an die eigene Familie sind stark und manchmal erwachen sie zum Leben. Vielleicht solltest du auf dem Weg zum gegnerischen Außenposten, dem alten Dorf, einen Besuch abstatten. Das machen wir. Ja, wir hatten eine schwierige Zeit. Wir hätten allen Grund, böse zu werden, aber nein. Wir werden uns trotzdem dafür entschließen, das Richtige zu tun. Denn das machen Helden so. Und wir sind ein Held. Aber zuerst nehmen wir ein Bad. Okay, Schwimmen ist nicht meine Stärke. Was haben wir hier? Einfache Hose. Okay. Rüstung. Ah, das ist schlechter. Okay, schade. Aber gib's mir mal. Ist es schlechter? Ich verstehe nichts. Ich verstehe das Zeug doch nicht. Sonnenbedeckung, lausig. Oh, die wäre aber besser.
Wenn ich das richtig verstehe mit Rot und Grün. Bibibub. Also, wie sehe ich jetzt das? Also ihr seid die, die Gutes wollen, indem ihr einen anderen Stamm unterwerft. Das ist so George Orwell-mäßig irgendwie. Wie sagt man? Wie hieß es noch? Was ist das? Rissschlitzer. Na, der sieht gut aus. Ist das eine Nahkampfwaffe? Wie sagt er noch in dem Buch da? 1984 war es, glaube ich. Freiheit ist Sklaverei. Was machst du? Was machst du, mein Freund? Siehst du was? Warum bist du runtergegangen? Italien. Denkt, die Myriad und die Lotus wären dieser Tage ebenbürtige Gegner. Okay. Hat selbst auch noch genug zu tun. Sorry. Was kann ich hier? Ist der Auffassung, dass deine Freundschaft ein Lichtblick an einem trüben Ort ist, der den Myriad hilft, die Welt zu erhellen. Das freut mich, aber ich muss aufbrechen. Sagt, du solltest dich nicht stressen. Na, meine ganze Existenz ist ein einziger Stress. Ich habe hier noch nichts verstanden und es wird trotzdem alles von mir erwartet. Hallo, das ist purer Stress. Was haben wir hier? Plankenreste, ja. Gib mir das mal. Ich habe keine Ahnung, was ich hier alles mitnehme. Wo landen wir hier? Halt. Was haben wir hier? Nägel. Qualität. Pow, wow. Okay. Habe ich alles noch nicht verstanden mit dem Schaden. Aber wir werden es lernen. Okay, wieder ein Hut, der besser ist. Alles voller Hüte. Oh, ist das... Kann man hier was kaufen? Hi. Bittet dich, einen Blick auf die Waren zu werfen. Bestimmt findest du, was du... Meint, du sollst es locker nehmen. Wenn du dich hetzt, wirst du kein gutes Geschäft machen. Zeit, ungewollte Dinge gegen gewollte zu tauschen. Warte, kaufen. Oh. Händler, Herden sind bestimmte Waren spezialisiert. Nahkampf oder Fernkampf, Ausrüstung und Kleidung oder Reittiere. Okay. Reittiere? Fernkampfteile, Fernkampfbasistypen. Shit. Uff. Fernkampfteile. Oh. Das wird... Ich werde... Das dauert 30 Parts, bis ich das Zeug verstehe. Und das ist mein Zeug. Das kann ich verkaufen. Rabatt 14%. Yes. Kleidung. Okay. Ja, das war schön. Okay. So weit, so gut. Ich würde sagen, wir nennen es auch schon wieder ein Part. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin und tschö.